Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Vlad Dracul. Nein, mein Name ist natürlich Kubaner. Und wir befinden uns im Albtraum, im Halloween-Event, eben wie auch immer wir das nennen wollen. Und retten die Überlebenden im Level 64 im Halloween-Event. Diese Folgen erscheinen tatsächlich, also die rund um das Halloween-Event spielen, erscheinen natürlich rechtzeitig. Also das heißt, ich habe andere Folgen vorproduziert, die erscheinen zusätzlich zu den Tagen, an denen eben auch diese hier erscheinen. Das ist doch super. Doppeltes Glück, doppelter Spaß. Und wir retten die Überlebenden. Und eigentlich, Hauptziel meiner rettende Überlebenden Aktion ist das hier. Ich möchte diese Aufgabe fertig machen, damit ich mir einen der beiden, die habe ich ja schon zweimal, einen der beiden habe ich auch jeweils schon einmal, aber noch ein zweites Mal bekomme. Und ich tendiere zu Hazard, dem 13. Ihr werdet es am Ende dieser Mission vermutlich erfahren, denn mir fehlen nur noch, ich glaube, 6 Fladamantium oder so ähnlich. Fladamantium, ja, Fladamantium von Vlad Dracul oder Dracula, wie ihn die meisten kennen. So. Und da war doch Munition, die würde ich gerne mitnehmen. Ah, da hat schon jemand. Fuck! Ich hasse es, wenn da nebenbei noch andere. Okay. Keine Chance. Was ist denn los? Oh, Glück gehabt. Da war noch ein ganzer Trupp weiterer Gegner da, der echt dazu geführt hat, dass es knapp wurde gerade. Ups, können wir mal schnell reingehen. Und wir nähern uns dem Ziel. Der Entscheidung. Kassa der 13. oder... wie heißt sie gleich nochmal? Sarah Hotep. I have discovered Vlad's true weakness, the sun. To take Vlad out, all we need to do is completely eradicate the storm. In the next week or so. Vlad, dang it! Why couldn't he be one of those monsters you can only defeat with love and friendship? Those guys are the best. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt noch welche sehe, ich sehe die dann tatsächlich nicht mehr als... Schade eigentlich. Blö. Ich glaube, du spinnst. So, dann haben wir diese Aufgabe abgeschlossen und können uns jetzt mal tatsächlich... Ich nehme wieder mal mit, weil wir wissen ja, wir wissen es nicht sicher. Ja, da war ein bisschen überrascht, dass ich plötzlich vor ihm stand, ne? Ja, der Laserbuddy. War's das schon? Moment, wo ist denn hier? Ach, hier. Danke. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ich weiß, ja, das hast du dir zu Recht Sorgen gemacht. In der Gegend hier. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Bin auf dem Weg. Ja, das ist ja super. Das lag mal günstig. Das soll ja auch mal vorkommen, dass es mal ungünstig liegt. Ne? Die lassen auch mal in Ruhe.
kümmern wir uns dann gleich drum. Da ist er. Da ist er. Ciao. Dass ich der Beste bin, wusste ich ja vorher schon. Er musste mir das nicht sagen. Da ist bestimmt noch einer. Nee, schade eigentlich. Wäre auch zu schön gewesen. Von mir aus gern. Wir nehmen mal mit, was wir mitnehmen können. Oh. Oh, ich hasse es. Lauf da nicht weg! Mensch! Was denn du schon wieder? Sind doch alle tot? Da ist keiner mehr. Ich höre noch einen irgendwo. Die schlafen da unten. Hallo? Ach, das dauert, ey. Mann, 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 du. Die schlafen doch da unten, die Jungs. Na, wir kriegen natürlich auch ein paar Naturhüllen, da freuen wir uns immer drüber. Ich bin hier. Weiß nicht, wo ihr hin wollt. So. Und dann spielen wir mal weiter. Es fehlen noch immer drei. Aber wir schaffen das. Und ich, ihr seht es jetzt auch wieder. Ich kann dir mal die Karte zeigen. Ihr seht, da steht einer am Eingang. Der macht gar nichts. Dritz. Semas oder so. Ja, man kann solche Spieler melden, ne? Wenn der sich jetzt auch nicht stundenlang nicht bewegt, dann werde ich das auch tun. Für AFK sein. Denn man muss tatsächlich nicht in eine Mission gehen und dann AFK. Also das muss man nicht. Da kann man dann auch, wenn plötzlich der Postbote kommt oder so etwas Unerwartetes, was plötzlich länger dauert, trotzdem noch schnell rausgehen aus der Mission und den Platz freimachen für einen aktiven Spieler. Also, das andere nenne ich jetzt einfach mal. Oh. Mist. Ah ne, ich hab den nicht ausgelöst. Ich das gerade so sehe, war das ein anderer, der das ausgelöst hat. Oder? Sehe ich das richtig? Ja. Genau so und nicht anders. Dein Leben gerettet. Und bis bald. Da haben wir den auch erledigt. Kommen gleich. Den auch weg.
Und es fehlt noch einer. Überlebender in Gefahr. Zip. So. Und weiter geht es. Steht der eine immer noch? Ne, er steht nicht mehr am Eingang. Dann müssen wir ihn auch nicht melden wegen Untätigkeit. Sondern dann war, was auch immer. Das ist sehr schön. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Es gibt auch keine überlebenden Rattertürme. Wenn ich, also ich habe zumindest noch keine gesehen in diesen, in den Hexivanien Missionen. Und das mag. Hier könnte ein Überlebender sein. Nee, keiner. Gleich zwei von denen. Ist ja unverschämt. Ja, ein bisschen Stein würde nicht schaden, denn wir wissen, wir müssen noch. Irgendwann mal wieder die Materialien auffüllen und. Das schadet es nicht, das sagt. Überlebender in Gefahr! Ah, so Sturmwiderlinge! Okay. Feuerhöhlen! So läuft das ganz gut. Ich hole mir das Metall und weg ist er. Sehr schön. Man findet hier wirklich einen Haufen Fallen. Ich kann mal schnell gucken. Und einen Haufen Waffen. Also, ja, und Haftgranaten. Nee, ich will erstmal das Zeug wiederverwerten, das nix taugt hier. Weg damit. Jo. Und ihr seht es auch hier, jede Menge Fallen. Wobei, die könnten wir eigentlich behalten. Überlebender in Gefahr. Die nicht. Halt, suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. Wer weiß, für was es gut ist. Also wir sind erstaunlich weit, finde ich, für... Na. Steht da oben. Schäber! Mehr Menschen, weniger Leichen. Was will man mehr? Ich kann nicht. Ein Rattertürmchen. Nicht, dass wir den bräuchten. Aber schön, dass er da ist. Würde natürlich, wenn wir ihn bauen würden, ... Na, er wird, ihr wisst schon, die Drohnenqualität verbessern. Das hört es sich nicht gut an. Das hört es sich auch nicht gut an.
Sehr fein. Da hinten. Okay. Dachte gerade, da gewähre noch ein Unterschlupf. Ich glaube, viel mehr gibt es auch nicht. Netter Tunnel. Also stimmungstechnisch ist Hexylvania natürlich echt super gelungen, muss ich sagen. Also sehr schön. Was mir jetzt gerade auffällt, wo ich zufälligerweise hier drüber gekommen bin, der Chat, der neue Chat. Liebe Epic Games, was auch immer ihr euch bei diesem Müll gedacht habt. Ich weiß es nicht. Aber bitte, bitte baut wieder den Chat so, wie er vorher war. Bitte. So. Also, warum man Waffen liegen lässt, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Nicht, dass man sie gebrauchen muss, um Gottes Willen. Man kann sie ja zerlegen. Ja, also, gibt immerhin ein Material, also, ne? Und in dem Fall, was war das jetzt für eine? Die, es war eine Schusswaffe, ne? Die hier, wir können ja mal ganz kurz nachgucken. So, 3 robuste, 1 Sprengpulver. Ja, ist doch super. Ja, was hatte ich denn hier noch? Was ist das denn? Ach, Fernzündladung. Sind ja weg danach. Nach der Mission. Diese Sachen. Das wisst ihr ja wahrscheinlich. Was will es? Was ist für. Ach, ist wieder weg. Er wollte wohl Schluss irgendwie auf sich aufmerksam machen oder was weiß ich. Hatte gedacht, ich leg dann was hin zu. Oh, dich habe ich ja vermisst. Ich leg dir meinen ganzen robusten Malachit und ich weiß nicht, was alles hin. Und Munition! Hat er sich getäuscht? Mach ich nicht. Was ist das denn? Ah, man könnte hier in den Trupp springen. Ich werde das mal wegmachen. Ich finde das nicht so lustig, die Leute in den Tod springen zu lassen. Gleich geht's los! Nur noch 30 Sekunden! Also für die Suizidalgefährdeten, ne, würde das natürlich wunderbar passen. Gut, jetzt habe ich es mal benutzt. Ist nicht ganz umsonst gebaut worden. So. Oh, ein bisschen Stein. Ich kann's nicht fassen. Das waren fast alle. Richtig, Ray. Es waren fast alle. Das hast du sehr gut erkannt. Fast. Ja, schöne Mission. Macht Spaß. Und jetzt kommt, glaube ich, meine Entscheidung. Hessa der 13. oder doch Sarah Hotep? Was ist das denn? Hallo? Das ist mein... Vielleicht hat derjenige gedacht, ich bin der. Oder so. Wie hieß der? Britschemmers. Ich kann es nicht sagen, wie das ausgesprochen wird. Tut mir leid. Ping ist da einfach. Ping's Lied. Das Dude klingt auch, aber Britschemmers ist für mich Britschemmers. Wäre super, wenn mir jemand mal sagt, wie man das ausspricht. Am besten in Lautschrift. So, dann gucken wir mal. Willkommen.
Ja, also überlebende NP, ja. Sonst weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, da stand sonst nicht viel mehr dran. Oder? Ach, Gold bestimmt. Ja, logischerweise. Gold. Aber jetzt. Bam, bam. Ramirez. Hazard. Sarawotep. Hazard. Sarawotep. Sarawotep Hazard. Ach komm. Ich nehme den dicken. So. Und wir sind weitergekommen im Event. Und jetzt fehlen bloß noch die beiden. Und dann ist das Ding schon abgeschlossen. Also, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubana. Ciao.